Okay, damit willkommen zurück hier bei Enderal. Wir versuchen hier wieder rauszukommen. Ich hoffe mal, das Spiel stürzt nicht wieder ab. So, ich speichere hier nochmal. Ehe da was passiert. Was ist das? Interagieren Fokus. Inhalt schaltet Magierdisziplin. Okay, was macht er? Reduziert das Gewicht schwerer Rüstung um 10%. Kriegerdisziplin. Okay. Was machst du? Okay. Kritische Treffer. Pfeil, weil. Also, okay. Ah ja. Ich glaube, ich fange hiermit an. So, und jetzt darf ich mich mit der Meditation hier herausbringen. Ich hoffe mal, das Spiel bleibt jetzt bestehen. Habe ich erwähnt, dass ich eine ganze Menge zu schneiden kriege an dem, an den Folgen. Juhu, da sind wir. Sehr schön. Ich hole mir noch schnell hier vorne was zu trinken ab und dann bin ich ja sogar. Ihr fühlt euch benommen. Es beginnt mit den Träumen. Okay. Das war schön. Mensch, egal. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Festland angekommen. Wenn auch auf anderem Wege, als wir es eigentlich wollten. Und ich kriege quasi auch aus den Zwischensequenzen nicht wirklich was mit. Weil, warum auch immer, werden die nicht wirklich abgespielt. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann seid ihr entweder genauso weit wie ich, weil ihr das hier guckt und ihr auch nicht gesehen hattet, oder ich war nicht faul und habe tatsächlich die Sachen reingetan. So, aber wir sind hier. Ich soll auf mein Journal öffnen. Okay. Wir sollen einen Weg aufs Festland finden. Da würde ich doch mal sagen, der einfachste Weg ist hier vorne den Weg entlang. Geldbeutel, eine Fackel, eine Spitzhacke. Das Skelett, oh, das Skelett hat noch ein Messer. Das packen wir doch gleich mal dazu. Und stellen wir das Messer mal auf 1 und in der Zeit kommt die Fackel mal auf die 2, auch wenn wir es wahrscheinlich die nicht wirklich brauchen werden. Ach, das war Schatten, okay. Die Ruine, wie in der Vision, die wir nicht gesehen haben, die ich nicht gesehen habe. Okay. Ich möchte erstmal die Sachen hier untersuchen, bevor wir den Blutspuren folgen. Ihr wisst, ich bin sehr gründlich und liebe es, alle Sachen auch wirklich mitzunehmen. So, bevor hier irgendwie was passiert. Ich höre was. Wow, mein Gott. Du blöde Ratte. Boah, Mensch. Manchmal kann das Spiel hier echt gemein sein. Ich habe mich so erschreckt manchmal. Weinflasche, Sack. Meine Flasche, wir haben irgendwie keinen großen Wert. Ich speichere hier nochmal ab. Sicher ist sicher. So, ich könnte natürlich jetzt schon den Trank nehmen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich mir das noch sparen kann. Vielleicht kann ich ja jetzt gleich einfach rasten oder so.
dass ich diesen Trank noch nicht brauche. Es wird bestimmt die Zeit kommen, wo wir uns sonst fragen, warum habe ich jetzt schon den Trank genommen? Ah, okay, ich brauche ein Bett, um zu rasten. Oi, das sieht vielversprechend aus. Was könnte das sein? Nix. Ich habe einen Leerpunkt erreicht. Okay. Ui, was haben wir denn hier? Lehrlingsbuch Einhandkampf. Bewegt euch da nicht immer. Da denkt man ja noch, da geht's los. So, Lehrlingsbuch. Bücher. Was könnten. Das sind Bücher. Okay. Einhand auf 16 erhöht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass da auch noch ein bisschen was geschrieben steht. Aber hey, was soll's. Interessante Musik. Du hast nichts? Warum hast du nichts? Etwas fehlt euch, um den Mechanismus zu aktivieren. So wie ich das kenne, wird es doch bestimmt wieder im Wasser sein, oder? Da wird es wahrscheinlich weitergehen, oder? Die Stufen hier sind nicht umsonst da, nehme ich an. Ein Runenschlüssel, das wird da wohl gewesen sein. Machst du so die Geräusche hier? Ich meine, es ist eine schöne Musik, aber sie ist irgendwie auch total creepy. Haha, hüpf. Da oben geht's weiter, okay, hüpf. Und hopp. Sehr schön, einer noch. Und hüpf. Sehr schön geschafft. Oh, Fledermäuse. Dann ist das wohl die Batcave. Batman, Batman. Ich speichere nochmal ab. Ich sag ja, sicher ist sicher. Hier kann alles Mögliche sein. Ich hab's ja nie gespielt. Nichts, was wir derzeit passieren könnten. Da könnten wir lang. Ich bin gerade wieder sehr vorsichtig, weil ich eigentlich doch überall Gegner vermute und mit dem Leben, das ich jetzt gerade habe, würde ich ganz gerne versuchen, zumindest nicht alle gleichzeitig zu triggern. Bestimmte Gebiete, Heilzauber, Heiltränke erhöhen den Arkanistenfieber. Okay. Sieht aber schön aus hier. Okay, da haben wir einen Glitch entdeckt. Schaut mal. Achso, ich darf hier wohl nicht drinstehen, oder? Nehmen alles mal mit. Ich glaube, ich sollte da nicht drinstehen. So, wir sollen Ambrosia trinken.
So. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Wir könnten uns schon mal hier Dingens anziehen. Die alte Robe. Ja, was soll ich machen? Ich habe hier den Trank, habe ich doch schon genommen. Wenn das trotzdem immer weiter hochgeht, dann kann ich nichts tun. Was soll ich hier oben überhaupt machen? Mal so ganz ehrlich. Vielleicht soll ich hier nichts machen? Aber warum wäre ich dann hier? Nebelschwamm. Oh, komm, lass es schon. Habe ich überhaupt Zauber? Schatten des Windes habe ich. Ah, komm, dann gehen wir wieder. Was hast du dir eingebrockt? Vielleicht können wir hier wirklich woanders lang. Aha. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel Fieber annehmen müssen. Oh, hier kann ich schlafen. Sehr schön. Dann rasten wir mal. Stündchen sollte reichen. Wir haben jetzt gerade Pfeil und Bogen bekommen. Das finde ich sehr gut. Denn ich mag Pfeil und Bogen. Deswegen setzen wir Pfeil und Bogen auch gleich mal auf die 3. Wir sehen schon ein wenig zusammengewürfelt aus. Nix, nix, alles gut. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir hier gleich auf Feinde treffen werden. Die Leichen und das Licht sind fort. Sie sind fort. Aber wohin? In den nächsten Bereich. Na? Also ich muss sagen, was die Ladezeiten angeht, könnte es besser sein. Besonders was die Cutscenes angeht, die würde ich gerne sehen können. Diese Maschine. Warum wirkt sie so vertraut? Naja. Aber das ist jetzt nur eine Nebensache. Ich finde es. Ansonsten finde ich es bis jetzt sehr gut. Was man so alles aus so einem Spiel rausholen kann. Okay, was haben wir denn hier noch? Müssen wir da vielleicht runter? Eispranke. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas sein könnte. Gehen wir mal vorsichtig hin. Scheint alles okay, dann gehen wir mal da unten weiter. Da bewegt sich was. Oh, okay. Das sieht aber schon cool aus. Muss ich schon sagen. Foto. Unten könnte jemand sein. Hier könnte jemand sein.
Bis jetzt alles in Ordnung. Ich glaube, da hinten ist sogar was. Eine Leiche. Menschenfleisch. Nehmen mal den Trank mit. Der Kelch. Am Anfang, wie man so schön weiß, alles mitnehmen. Jetzt mal gucken, wie wir hier rauskommen, oder? So. Zahnrad. Vielleicht, wenn wir hier mit dem Zahnrad nochmal interagieren. Bis jetzt sieht es nur schön aus, aber hat noch nichts gebracht. Wir könnten versuchen, oben drüber zu rennen. Es wird schwer, da überhaupt hinzukommen. Was haben wir denn hier? Ein Ventil. Ich glaube, das war das Ventil, oder? Ah, okay. Sehr schön. Schleichen. Wer hat mich denn entdeckt? Truhe, sehr schön. Bauplan, Hammer, Bohrer, Eisenkriegshammer. Hey, man hat Baupläne jetzt. Finde ich schön, die Idee. Oh, okay. Du bist mir aber sehr groß. Vielleicht sollten wir dich nicht angreifen. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht hier. Denn ich bin überhaupt nicht da. Du nimmst nur eine Täuschung wahr. Ah, wenn doch reine Energie, weil ich gar nicht vorhanden bin. Hau ab. Wir sehen. Mach's gut, du Trottel. So, sehr schön. Also, wir haben Baupläne gefunden, was wir vorher noch nicht kannten. Wir haben Ambrosia kennengelernt, mit dem wir Mana beherrschen können. Wir haben... Was haben wir noch Neues? Wir haben diese neuen Rätselgeschichten dabei. Ich bin sehr gespannt, was das Spiel noch so zu bieten hat an Neuerungen. Das neue Levelsystem natürlich noch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube ja tatsächlich, dass ich hier schon wieder einen Cut setzen könnte. Aber ich möchte zumindest noch so in das erste Dorf oder was das hier sein wird. Aber wer weiß, wie lange das noch hin ist. Ich werde zumindest noch mal gucken. Vielleicht geht es ja relativ schnell. Hui, so. Gestartet Neuland. Einen Weg aus der Schlucht finden. Wildkürbisse sammeln, um Lebensregeneration zu beschleunigen. Und Mana-Pilze, um Mana-Regeneration zu beschleunigen. Mana brauchen wir eigentlich kaum. Aber ja, okay. Vielleicht schon. Schauen wir mal. Oh, ich höre Wölfe heulen. Da ist anscheinend ein Tempel. Ich würde jetzt
als Skyrim, als normalo Skyrim, Kenner würde ich natürlich sagen, ein Tempel von Mara, wegen der Statuen, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Hoppala, jetzt habe ich... Oh! Du Küstenkirsche, du! Finde ich nicht gut. Aber du hast mir XP gekriegt. Deswegen verzeih ich dir. So, dann schauen wir mal, was uns dieser Tempel hier bringen wird. Verlassener Turm. Komm, schauen wir rein. Schauen wir doch mal rein. Wir könnten uns ein knuspriges Stück Fleisch braten. Was ist denn das da? Du bist immer noch... Ah, okay, wir haben immer noch ein Herz dabei. Magisches Symbol. Und wir haben ein Schwert gekriegt, das hat sich schon mal... Und ein Vagabunden-Outfit. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Dann können wir nämlich jetzt unser Schwert packen. Das wird wahrscheinlich besser sein und eine größere Reichweite haben. Und diese neue Vagabunden-Outfits. Da ist eine Falle. Um gezielt Gegner besiegen zu können. Was würden die denn machen? Das wären wahrscheinlich hier diese Dinger. Oh, okay. Stirb! Du siehst mich nicht! Denn ich bin um einiges cooler als du. So. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Oi, das ist aber eine Menge. Wir holen uns die Lebensenergie. Lebensenergie ist immer gut. Okay, H ist mein Heldenmenü. Oi, okay, was ist denn Entropie? Die verbotene Schule der Entropie ermöglicht euch das Beschwören von Kreaturen aus anderen Realitäten. Cool. Okay, Handwerkspunkte. Mit ihnen könnt ihr Handwerksbücher lesen, die eure handwerklichen Fertigkeiten steigern. Okay, ihr seht auf jeden Fall, hier ist einiges los. Wir könnten jetzt vermutlich über die Meditation wieder einen Punkt aufsteigen. Aber erstmal wird gelootet. Ein Hufeisen, sehr schön. Noch eine Vagabundenkluft. Ein ranziger Lebenskrank. Pfeile, sehr schön. Mehr als wir gerade gebraucht haben. Damit sind wir wieder im Plus. Ich glaube, das Spiel möchte, dass ich mich über meine aktuellen Fertigkeiten informiere. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Dann meditieren wir jetzt. Und verschwinden damit wieder. Hoch. Auf diese kleine Insel mit den 3 Steinen. Und da schauen wir mal, was wir denn verbessern können. Was hast du denn? Passende Rüstung. Geschickte Hände, starke Sehne klingt gut. Für mich. Hinterhältig. Schleichen, eure Rhetorik und euren Taschendiebstahl. Okay, verbesserte Preise und so weiter brauche ich am Anfang vielleicht noch nicht so sehr. Starke Sehne bringt dafür um einiges mehr. Das nehmen wir doch gleich mal. Dann verschwinden wir wieder.
So, damit haben wir aber auf jeden Fall schon mal einen Troll besiegt. Und das sogar aus dem Hinterhalt. Er hätte mal angreifen können, ja. Aber es ist halt ein Troll. Moment, bist du immer noch ein Troll? Oder wurdest du umbenannt? Du bist ein Troll, okay. So, nicht, dass ich jetzt auch noch aus Versehen selber drüber laufe. Dann zurück zur Sonnenküste. Dann bin ich mal gespannt. Bis jetzt finde ich das Spiel doch ganz gut. Na, wo bleibt es denn? Hopp, hopp. Okay. Waldbeeren dem Inventar hinzugefügt. Worüber laufen wir denn? Da unten sind schon mal ein paar Krabben und da sehe ich Loot. Da hinten, seht ihr? Da! Loot! Da müssen wir hin. Du sollst nicht auslassen. Upp. Des anderen Loot. Steht so geschrieben. In des Snorris geboten. So, Rastplatz. Loot, das war ein Holz. Egal. Wir hätten hier eine Säge. Die nehme ich mal mit. Eine Schaufel. Eine Kettenhauberg. Die nehmen wir doch mal mit. Die sieht gut aus, hoffe ich mal. Bist du böse? Du bist böse. Einen Schritt weiter. Lässt du mich in Ruhe? Dann gibt es mir halt nur XP. Mann, Mann, Mann. Auf der anderen Seite ist wieder was. Da sind Wölfe. Mit den Wölfen muss ich mich eh noch anlegen. Nein, hier. Schade. Ah, doch, da ist was. Hebrä, Andrälisch, Antmann, Andralea, Groschen. Da hätten sie es auch echt anders nennen können. Ich sage einfach nur noch Groschen. So. Bunten Kapuze. Ja, passt schon. So, kommt her. Niemals! Oh ja, die ist sehr niedrig. Trank. Ha! So! Nehmt das! Wieso steht da 577 von 124? Dann hätte ich doch schon um einiges mehr, oder? Muss ich mich vielleicht noch irgendwie hier hochangeln, damit das auch wirklich irgendwas bringt, oder woran? Na egal. Vielleicht über J? Nein? K, L... Kiwi-Inventar, nein.
Das hätte wahrscheinlich alles über die Meditation geregelt werden müssen. Naja, egal. So, wir können hier nicht einfach schlafen, wir müssen woanders langlaufen. Und dann zu einem Bett. Ich glaube, wir nehmen trotzdem noch mal einen Heiltrank. Ah ja. Aber diese Musik ist auch ziemlich gut. Und wenn man mal so bedenkt, das Ganze hier ist kostenlos, dann ist das echt auf sehr hohem Niveau derzeit. Oh, wer bist denn du? Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mäser? Das geht euch überhaupt nichts an. Das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich hier überhaupt und wer seid ihr? Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... Ja, richtig. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbos? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Und wie ich die Sachen anfassen werde, ich werde sie sogar mitnehmen. Ich präsentiere Carbos, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach den Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen, ach egal. Okay. Was soll mit meinen Augen sein? Was genau macht ihr hier eigentlich? Habt ihr denn Waren zum Tauschen? Ich habe in der Ruine ein paar Dinge gefunden. In Ordnung, danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich frage ihn erstmal nach Dingen zum Tauschen. Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Gerne. So, wir haben auf jeden Fall, da haben wir es, zwei Vagabundenkluften, die wir nicht brauchen. Kriegen wir schon mal ein bisschen Geld, eine alte Robe, die wir nicht haben wollen. Das wollen wir auch nicht. Das weiß ich nicht. Behalte ich erstmal. Rolle der Wohltat. Die behalten wir auch. Höhe die Traghaft, dauerhaft. Hey, das sollten wir nehmen. Okay. Ausdauer regeneriert langsamer. Super. Ungenießbares Bier. Hier hast du es. Was haben wir hier? Da wissen wir noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich gleich alles zusammenpanschen dürfen. Ui, das Zauberbuch behalten wir. So, wir haben hier Bohrer, Hammer, Hufeisen, Kelch, leere Weinflasche, Schaufel und Säge. Die kriegst du alle. Und vielleicht hat Finn ja sogar was für uns. Ambrosia ist anscheinend sehr teuer. Zauberbuch, Lebensadoption. Boah. Alles gut. Was macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Oh, klingt doch gut. Ihr habt etwas Seltsames an euch.
Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Naja, deine Augen sehen auch nicht gerade vernünftig aus. Aber naja, okay. Könnt ihr mir noch etwas mehr über diese Gegend erzählen? Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Okay. Verstehe. Und es gibt Orte, die einen Abenteurer von Interesse sein Abenteurer. Könnten. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Ja, und die große Ruine im Süden dahinter. Okay. Ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Pfades Apothekarius. Was bedeutet das, eures Pfades? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mein Pfad ist... naja, mein Pfad eben. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Okay. Und wer sind die Wegelosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstoppschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Okay. Auf Nerim gibt es das Gerücht, dass die Götter tot seien. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Okay. Aber ist das nicht frustrierend, an irgendeine Kaste gebunden zu sein? Wollt ihr nicht, ich weiß nicht, aufsteigen? In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schief läuft, auf dieses Aufsteigenwollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malfas in die ewigen Pfade. Klingt eigentlich ganz vernünftig, was er so sagt. Ein interessanter Gedanke. Leider keiner, den ich erdacht habe. Das haben wir schon. Okay, in Ordnung. Danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Danke sehr. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Finn, ich spiele. Also nein. Was? Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht etwas dagegen? Ja, Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz.
Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Naja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen, erinnerst du dich? Den Sachen helfen, den... Ach, mach einfach, was du willst. Keine Bange, werd ich. So, Kümmerwurz, Kümmerwurz. Ah, hier. Oh, okay. So. Scherköppe. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Normalerweise kann ich meinen Körper sehen. Wie geht das nicht? Ich gebe euch jetzt erstmal. Scheiße, Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn, winstig. Tropfen, da hat mich getroffen. Tut doch was, verdammt soll! Okay. Ach je. Sag doch mal, Finn. Kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Flasche entkorken und trinken. Da bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Okay. Danke, aber was zum Hektar war das? Das eben? Mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Findaliris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Ah. Was sieht da nichts? Carbos! Die haben mich getroffen, Finn! Die Schweine haben mich getroffen! Ah. Carbos, ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Tut etwas sonst! Okay. Mensch, hier geht's aber ganz schön zur Sache mittlerweile. Sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumial Dalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt, ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Woher wisst ihr das so genau? Wart ihr bei dem Angriff dabei? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht eingegriffen. Aus zwei Gründen. Nummer eins, die Banditen waren gnadenlos in der Überzahl. Nummer zwei, ich pflege eine glückliche Beziehung zu meinen Innereien. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Verzeiht mir. Mein Fieber, was wisst ihr darüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat.
Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Bardenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf? Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen. Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Inal zu sprechen. Aber das Fieber lässt sich behandeln? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Also verschlimmert sich das Fieber, wenn ich was Tränke trinke, schlecht schlafe? Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Okay. Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Kümmerwurzextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Die findet ihr auch in jedem besseren Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Das habe ich schon gemerkt. Was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnungen von dem, was passiert. Hängt das auch mit dem Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Heilung gegen Informationen. Einverstanden. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum. Mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie in dem Tal. Versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung. Mitsamt den Visionen. Richtig. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Okay.
Wer ist denn dieser Ableitgeber? Ihr seid neugierig. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Okay. Ihr meint die Leibgarde der Götter? Ja, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn. Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen. Na dann. Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder 5. nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Meint ihr, dieses Chaos könnte mit den Gerüchten über den Tod des Lichtgeborenen, der Lichtgeborenen zusammenhängen? Auf Nering erzählt sich jeder davon. Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Wie denkt das endraleische Volk darüber? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen, steht unter Strafe. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Und ich dachte immer, die Endraleer sind das frommste Volk der zivilisierten Welt. Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Und ganz im Ernst, wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Rabums. Die Lichtgeborenen waren bessere Könige. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Ihr gefällt mir. Aber wir schweifen vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet etwas von einem roten Wahnsinn erzählt. Ja, es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Was hat er gemacht? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und riss sich selbst mit einer magischen Explosion entzwei.
Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Was ist nun eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden. Aber ich vermute, ihr seid kein Mönch? Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen. Wie könnte ich euch da helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Splitter der Vergangenheit? Naja, okay. Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Okay, ist dein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist dies ein Indikator für dessen Schwierigkeit und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Okay. Alles bis jetzt noch leicht, okay. Wie sieht meine... Ich schlaf lieber einfach mal nur... ein Weilchen. So, was haben wir denn hier? Der Schlechter von Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Vorwort. Sie nennen mich den Schlechter. Es schmerzt, diese Zeilen zu schreiben, obgleich ich mir ihrer Wahrheit bewusst bin. Wie sonst bezeichnet man einen Mann, dessen Spur von dutzenden Leichen gezeichnet ist. Leichen, die nicht etwa die stummen Zeugen einer Schlacht oder eines Unglücks sind, nein, Leichen, die allesamt das Ergebnis meiner eigenen Hände sind. Männer, Frauen, Greise, Kinder, Priester, Händler, Vagabunden und Huren. Meine Morde scheinen einem undurchschaubaren Muster zu folgen, dessen Willkür selbst nach meinem Freitod der ganzen Welt einen eisigen Schleier ums Herz legen wird. Doch selbstverständlich ist es nicht das, was die Herolde verkünden werden. Für sie und den Heiligen Orden bin ich eine Abscheulichkeit, ein Monster, ein Wegeloser, der von seinen niedrigen Gelüsten, von dem von Malfas für ihn bestimmten Pfad abgekommen ist. Ich war ein böser Mensch, werden sie sagen, eine Bestie. Mein Herz sei schwarz wie Mitternacht gewesen, denn das sind die Farben, in denen die Menschheit bevorzugt denkt, schwarz und weiß. Nach dem, wie und dem Warum wird niemand fragen. Auch diese Niederschrift meiner Gedanken wird schwer zu erlangen sein, denn der Heilige Orden wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Druck zu verhindern. In diesem Sinne beglückwünsche ich euch, denn durch sie werdet ihr einen Einblick in meine Gedanken erhalten. Versteht sie jedoch nicht als Rechtfertigung für meine Taten, denn das ist sie nicht. Ich bin mir meiner Schuld voll und ganz bewusst und bedarf keiner Absolution, weder von Malfas, dessen vermeintliche Göttlichkeit ich heute noch belächle, noch von dem Volk der Gerechtigkeit oder sonst einer übergeordneten Macht,
deren wahren Natur wir noch nicht zu verstehen gelernt haben. Diese vergilbten Seiten sind nichts Geringeres als ein Zeugnis jener seltsamen, undurchschaubaren Ereignisse, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Kapitel 1. Folge dem Feuer. Es war ein trübler... Moment, ich trinke kurz was, dann geht das wieder. Ah, so, Moment. Es war ein trüber, kühler und nasser Morgen, der mein Leben für immer verändern sollte. Ja, es schien fast, als hätte sich die Natur als Antwort auf die zecherischen Feierlichkeiten der vorangegangenen Nacht dazu entschieden, einen verträumten Tag einzulegen. Anlass für die Festivalitäten war die Sternensommernacht gewesen, die jedes Jahr aufs Neue den Frühling markiert. Und in welcher der Nachthimmel vom wilden, ungezähmten Sternenfeuer erhellt wird. Während das gemeine Volk jedoch stets weltlichen Gelüsten frönt, ob in qualmverhangenen Spelunken, beim Tanz um den ersten Spatenstich oder in geldgierigen Kreisen auf einem stilvollen Maskenball, bedeutete jenes Datum für Geistliche wie mich eine Nacht voller Prozessionen, Predigten und Gebete. Nachdem ich der freudengetränkten Rede des Majors kurz beigewohnt und meinen priesterlichen Segen für den Beginn der Feier gegeben hatte, zog ich mich in den Tempel zurück und betete, bis mir die Knie wund und die Zunge matt waren, ganz wie es die heiligen Verse für den Klerus vorsehen. Dabei war es einerlei, ob der Geistliche der Hohepriester höchstpersönlich war oder, wie in meinem Fall, nur ein kleiner, unbedeutender Pater in einem noch kleineren und unbedeutenderen Dorf. Das meine nannte sich Nebelheim und lag auf einer stets windigen, spärlich bewachsenen Klippe am westlichen Zipfel Enderals. Seinen Namen verdankte es, wer hätte das vermutet, den blassen, feinen Nebelschwaden, die sich jeden Morgen über das Antlitz des Dorfes legten, wie ein Trauerschleier über das Gesicht einer alten Witwe. Ich erinnere mich noch gut an jeden letzten Blick, den ich mit den Augen des Mannes, den ich damals war, auf die kümmerlichen Häuser am Fuß des hochgelegenen Tempelgebäudes warf. Nach dem unmelodischen Klanggeflecht aus lauten Musik, angeregtem Giolo und Korkenknallen hatte sich eine beinahe gespenstische Ruhe über das Dorf gelegt. Nur hier und da bewegte sich eine von dort oben kaum wahrnehmbar kleine Figur durch den kühlen Dunst und selbst der Schornstein des Bäckermanns blieb still. Ich lächelte matt in das milde Gesicht des Dorfes, in dem ich groß geworden war. Mein Vater, ein durchschnittlicher Gerber, der eigentlich überhaupt nicht mein Vater war, aber hatte mich seiner eigenen Erzählung nach eines Tages in einem Korb liegend und in Leinentücher gewickelt nahe eines Wegeschreines auf der Nebelstraße entdeckt. Ich war ausgesetzt worden und voller Ergebenheit und dankbar über das göttliche Geschenk hatte mich der Mann ins Dorf mitgenommen, der später mein Vater werden würde. Bis zu seinem frühzeitigen Tod, nun 10 Jahre später, wurde ich aber das Gefühl nicht los, dass seine barmherzige Tat mehr dem Umstand geschuldet war, dass ich ausgerechnet unter den Augen einer Malfa-Statue ausgesetzt worden war und nicht seinem eigenen Kinderwunsch. Gilmon der Gerber, wie er im Dorf genannt wurde, war ein feingliedriger Mann mit pockennarbiger Haut und schmaler Nase gewesen, dessen Misere seiner Meinung nach einzig allein dem Umstand zu verschulden war, dass der Rest der Welt sich gegen ihn verbündet hätte. Wir hatten nie viel geredet, aber wenn wir es getan hatten, dann waren die Gespräche immer nach einem ähnlichen Muster abgelaufen. Er hatte mich mit seiner sengenden Stimme zu sich ins Kaminzimmer gerufen, wo er meist steif sitzend mit 2 geleerten Krügen Bier vorzufinden war. Dann hatte er mir mit einer Handbewegung bedeutet, mich zu setzen und angekündigt, dass er sich nun mal ein paar Dinge von der Seele reden müsste. Der Umstand, dass ihm dafür einzig und allein sein Findelsohn als Gesprächspartner dienen könne, war natürlich ein weiterer Beweis dafür gewesen, wie übel ihm das Leben mitgespielt hatte. Hatte ich mich gesetzt, ging es los. Tjalma, der Jäger, habe ihm zu horrenden Preisen ranzige Fette untergejubelt. Ein übler Halsabschneider sei das,
Aber das läge ja in der Natur der Eterna. Bloß, dass man das auf Nerim schon erkannt hatte und auf Enderal nicht. Oder Matressa Julia, die ihm bitteren Wein ausgeschenkt hatte. Ein durchtriebenes Weib war sie. Oh ja, aber Malphas sei Dank am... Moment. Ein durchtriebenes Weib war sie. Oh ja, aber Malphas sei Dank habe er ihren Plan rechtzeitig durchschaut und ordentlich die Meinung gegeigt. Und natürlich die Zwillingsknaben des Schmiedes. Raschig, oder? Ja, des Schmiedes Raschig. Bengel waren das. Alle beide, ohne Respekt vor hart arbeitenden, wegestreuen Menschen wie ihm. Aber Manieren von ihrem Kohlemenschen und seiner Brut ja nicht zu erwarten. Was haben die schon für Vorstellungen von Anstand, hatte er sich einmal echauffiert. Die tun doch eh den ganzen Tag nichts anderes als zu vögeln, bis die Betten krachen. Dass Raschig ein in der dritten Generation auf Renderal lebender Oyana war und eine langjährige Gefährtenschaft mit seiner Geliebten den promisken Familienbunden seines Heimatlandes vorzog, machte dabei natürlich keinen Unterschied. Diese Gespräche seien stets saurer Atem und der Geruch von Rohhäuten. Mensch, sorry, ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur. Und diese Gespräche seien stets saurer Atem und der Geruch von Rohhäuten. Leder und Tierfetten in der Werkstatt machte den Großteil meiner Kindheit aus. Freunde hatte ich wenige bis keine, was größtenteils der Tatsache zu schulden war, dass mich mein Vater nach der Vollendung meines 5. Lebensjahres kräftig in der Gerberei anpacken ließ. Und wäre Martha Pylea, dessen bin ich mir mittlerweile sicher, nicht eines Tages durch Zufall auf eine rasche Auffassung, durch meine rasche Auffassungsgabe, mein Gott, aufmerksam geworden, wäre ich auch am heutigen Tage noch dort, zwischen Tierabfällen, aufgespannten Häuten und glitschigem Fett. Ja, vielleicht wäre es nie zu dem seltsamen Erlebnis jenem nebelverhangenen Morgen gekommen. Aber sie war darauf aufmerksam geworden und so kam es, dass die betagte Priesterin am Tag meiner Pfahlesweihe mit feierlicher Stimme meinen heiligen Pfad proklamierte. Ich, Jael Gerberssohn, wäre dazu auserkoren, mein Leben ganz dem Glanze Malphas zu widmen. Und zwar als Pater. Was das bedeutete, hatte ich damals natürlich nicht verstanden. Aber aus den ehrfürchtigen Reaktionen der anderen Kinder, die mich bis dahin kaum bemerkt hatten, hatte ich geschlussfolgert, dass es wohl etwas Gutes sein musste. So ließ ich sehr zum Missfallen meines Ziehvaters, der diesen Kindesdiebstahl als einen weiteren Verrat an ihm betrachtete, die trostlose Gerberei hinter mir und setzte nur noch zum Schlafengehen Fuß in das alte Haus am Dorfesrand. Rückblickend denke ich, dass die liebenswerte Martha die einzige positive Bezugsperson in meinem damaligen Leben war. Sie war es, die mich das Lesen und Schreiben lehrte, und sie war es, die mich in den Grundlagen der Kräuterkunde einwies. Mit Empathie und Herz zugleich brachte sie mir all das bei, was ich wissen musste, um Teil des Endraleischen Klerus zu werden. Und 10 Winter später war es schließlich soweit gewesen. Mir wurde die Priesterschaft des kleinen Tempels übertragen, und fortan tat ich das, was ein ergebener Pater nun mal tat. Ich hielt Messen, ich betete, ich hielt den Tempel im Stand, und ich nahm den Dörflern von Zeit zu Zeit ihre Beichten ab. Martha Pylea verließ das Dorf an ihrem 16. Namenstag, und ein Lebensabendquartier im Sonnentempel der Hauptstadt, die ich nun aus Erzählungen kannte, zu beziehen. Ein Jahr danach schied mein Vater dahin, ein Umstand, der mir überraschenderweise sehr nahe ging. Von da an verfiel alles in einem lethargischen Trott bis zu jenem Tag hin. War der Mann, der ich damals war, ein Glücklicher gewesen? Ich vermag es nicht zu sagen. Wenn ich heute die ersten 28 Jahre meines Lebens versuche, erscheinen mir die Erinnerungen an sie wie verblassene Schrift auf einem alten Pergament. Meine Vernunft weiß, Meine Vernunft weiß, dass ich in gewisser Hinsicht gesegnet gewesen war. Das Leben eines Priesters war ein angenehmeres, ohne Höhen und Tiefen, beständig. Ich hatte genug zu essen und ein Dach über dem Kopf. Ich hatte genug Groschen, um mir von Zeit zu Zeit die käufliche Liebe einer Wanderhure zu erstehen. Und ich wusste, dass ich laut den heiligen Versen am Ende meiner Tage
in die ewigen Pfade einkehren würde. Meinen Pfad beschritten, meine Aufgabe erfüllt. Dennoch sollte es anders kommen. Erst als ich mich an jenem schicksalshaften Morgen meiner Roben entledigt hatte und mich bis auf die Knochen erschöpft unter meiner weichen Schafwolldecke befand, bemerkte ich das seltsame, flaue Gefühl, das sich in meinem Magen breit zu machen begonnen hatte. Heute weiß ich, dass dieser unscheinbare Moment das erste Mal war, an dem ich dem Feuer begegnete. Es war klein, unbedeutend, nur eine schwächlich glimmernde Glut. Aber sie war da, wohlwissend, dass ich, sobald ich meine Augen schließen würde, als ein anderer Mann erwachen würde. An diesem grauen Morgen jedoch war ich zu müde, um ihr auch nur ein Fünkchen Aufmerksamkeit zu zollen. Erschöpft rolle ich mich in die Decke und glitt einige Momente später in einen bleiernden, tiefen Schlaf und erwachte in einem Traum. Ich befand mich auf einer idyllischen Waldlichtung, umgeben von grünen Eichenbäumen, deren Blätter sich sanft im Winde wogen. Die untergehende Sonne stand wie geschmolzene Glut am Horizont und warf einen rötlichen Schimmer über die Szenerie. Voller Genuss sog ich die würzige, frische Luft in mich hinein, die nach nassem Moos, Morgentau und alten Geheimnissen roch. Ja, mysteriös, wild und ungetrübt, wie das reine Leben selbst. Anders als ein jeder, der es jedoch aus den nächtlichen Reisen, die wir Träume nennen, kennt, war ich mir der Irrealität dieser Szenerie voll und ganz bewusst. Aber ich akzeptierte sie, als wäre sie so natürlich und selbstverständlich wie das Voranschreiten der Zeit. Ich selbst war splitternackt am Tag meiner Geburt, aber empfand jenem Zustand nicht als beschämend. Im Gegenteil, ich fühlte mich klar, voller Kraft und frei. Erst als ich meinen Blick vom Himmel nahm und nach vorne richtete, sah ich sie. Sie stand inmitten einer alten, efeubewachsenen Ruine, deren eingestürzte eingestürzte Bögen und Mauern von vergangenen Zeiten verkündeten. Sie trug eine graue, fließende Robe, welche die Weiblichkeit ihrer Silhouette darunter nur erahnen ließ. Ihre Kapuze war tief über ihr Gesicht gezogen, so dass von diesem nur die sanfte, fein geschwungene... Hab ich sie? Nein. Mist. Sodass von diesen nur die sanfte, fein geschwungene Wangen- und Kinnpartie zu erkennen war, die in ihrer Ästhetik der Fantasie einer gyrianischen Malers hätte entsprungen sein können. Ihr mitternachtsschwarzes Haar war zu schlangenartigen Zöpfen geflochten und fiel dicht und voll auf ihre Schultern. Allerlei Dinge waren darin verflochten. Alte, verblichene Münzen, die in verlorenen Zivilisationen geprägt worden sein mussten. Kleine, fein geschliffene Knochen, die nur von uns unbekannten Tieren stammen konnten. Und schließlich seltsame Bänder, deren farbige Fäden in ihrem Zusammenspiel kunstvolle Muster ergaben. All das war es jedoch nicht, das mich zu einer verschleierten Gestalt der Waldruine auf hypnotische Art und Weise hinzog. Nein, es war ihr Lächeln. Mit jedem Schritt, den ich auf sie zuging, zog es mich mehr in seinen Bann. Es war kein liebliches Lächeln, wie ein mancher an dieser Stelle wohl vermuten wird. Es war eine Mischung aus Melancholie, Zorn, Hoffnung und Liebe zugleich. Eine Symphonie gegensätzlicher Gefühle, die ich bis zu jedem Zeitpunkt nicht vereinbar geglaubt hatte. Es war ein Lächeln auf einem Mund, der Worte großer Weisheit genauso mühelos sprechen konnte wie Befehle, die den Tod Tausender bedeuten würden. Ein Lächeln, das aus Wahrheit geboren war, die in anderweltlichen Existenten erkannt worden waren. Kalter Schweiß brach aus meinen Poren und ich spürte, wie sich ein Gefühl der Beklommenheit mit der friedlichen Seligkeit des vorangegangenen Moments vermischte. Einige Schritte von ihr kam ich zum Halt, mein Blick immer noch an ihrem magischen Lächeln haftend, wie der eines Hungernden an einem reichen Mahl. Für einen kurzen Moment meinte ich, eine Spur von Heiterkeit in ihren Zügen zu erkennen, aber sie erlosch, so schnell wie sie gekommen war. Dann ergriff sie das Wort. »Du stirbst, Jael.« Ihre Stimme war rau und sanft zugleich.
voller Gegensätzlichkeit. Sie sprach ohne Spott, ohne Bedauern und ohne Grausamkeit. »Warum?« hörte ich mich mechanisch erwidern. »Ich bin bei bester Gesundheit.« Meine Antwort war so erbärmlich und plump, wie sie auf diesen vergilbten Seiten wohl klingen muss. Aber diese Worte entsprangen meinem Mund schneller, als ich sie gedacht hatte, ohne Kontrolle. Zu eingenommen war ich von der Gestalt vor mir. Die Frau nickte unmerklich, als habe sie jede Erwiderung erwartet. »Du beteuerst, dass du bei voller Gesundheit bist«, wiederholte sie mit einem eigenartigen Tonfall, mit meinen vorangegangenen Worten. »Aber du scheiterst daran, die Gefüge dieser Welt in all ihrer Verworrenheit zu erkennen.« Sie schüttelte langsam und bedauernd den Kopf, wie eine Magistra in der Klosterschule, der ein Novize soeben eine überaus törichte Antwort auf eine einfache Frage gegeben hatte. Dann befreite sie ihre Hand aus den Ärmeln der Robe und bedeutete mir, ihr zu folgen. Auch ihr Gang hatte etwas Außerweltliches an sich. Ihr Körper bewegte sich nicht mit den Schritten, sondern schien zu schweben. Stumm und ergeben folgte ich ihr durch die alte Ruine. Heute, wo ich jene Vision tausendmal in meinen Gedanken wiederbelebt habe, weiß ich, dass es sich nicht um einen alten Handelsposten gehandelt haben musste. Die hohen Mauern und das rostige Tor ließen keine Zweifel daran. Aber in der Vision selbst zollte ich derlei Banalitäten keine Aufmerksamkeit. Jener Gestalt vor mir zu folgen, schien mein einziger Daseinszweck zu sein. Sie kam vor einem überwucherten alten Turm, der einst das Herz der Ruine gewesen sein musste, zum Stillstand und öffnete schweigend die gusseiserne Tür, die sich gespenstisch lautlos öffnete. »Geh, Jael«, sagte sie, »geh und erkenne die Wahrheit.« Das waren die letzten Worte, die ich bis zu jener grausamen Entdeckung in der geisterhaften Ruine hören sollte. Denn als ich gerade zu einer Erwiderung ansetzen wollte, war sie verschwunden. Erstmals mischte ich mit... Ich trinke nochmal schnell was. Es sind aber schon einige Seiten hier. Ich dachte, das wären vielleicht maximal 5, aber gut. Erstmals mischte sich ein Gefühl der Unsicherheit in die Selbstsicherheit, die ich am Anfang der Vision noch empfunden hatte. Noch immer war ich mir der Tatsache vollkommen bewusst, dass mein physischer Körper in meiner bescheidenen Kammer, steht da, in einer anderen Welt weilte. Und ich wusste auch, dass ich mich dazu entscheiden konnte, aus der wundervollen und schaurigen Vision zu erwachen. Aber ich tat es nicht. Warum? Das vermag ich nicht zu sagen. War es Neugierde? War es jenes Gefühl der Schicksalsträchtigkeit, das über der seltsamen Lichtung und der Ruine lag, wie hauchdünne, transzendente Hülle? Ich weiß es nicht. Ich trat ein. Der Boden fühlte sich kalt unter meinen nackten Fußsohlen an und die staubgeschwängerte Luft, nur von einem blassroten Sonnenstrahl von außen erhellt, brachte mich zum Husten, als sie in meine Lungen eindrang. Das Innere des tumorartigen Gebäudes, oder? Ach so, macht mehr Sinn. Das Innere des turmartigen Gebäudes war beinahe leer, bis auf Spinnennetze von der Verwitterung beinahe unkenntlich gemachten alten Mogelstöcken und zerborstenen Steinen, die sich aus dem Mauergefüge gelöst hatten und herabgefallen waren. In der Mitte stand eine hölzerne Konstruktion, die einer ungewöhnlich großen, aufrecht stehenden Kiste ähnelte. Zögerlichen Schrittes trat ich an sie heran. Ein Wort schoss mir durch den Kopf, aber es entglitt mir so schnell wieder, wie es gekommen war. Ich bemerkte, wie das Feuer der untergehenden Sonne mehr und mehr erlosch, von einem trüben Blau ersetzt wurde, sanfter, dunstiger Nebel begann sich über die Szenerie zu legen und alles, was ich vor dem Betreten der Ruine noch an Frieden und Seligkeit gefühlt hatte, begann von dem anfänglichen Gefühl der Beklommenheit ersetzt zu werden. Siechend, kalt, schleichend. Meine Hand glitt über die Oberfläche der seltsamen Kiste, die mich um die wenige Finger breit überragte. Das Holz war verfault und grau
und ihm entwich ein seltsamer Geruch, eisern, süßlich, verlockend, betörend und gleichzeitig abstoßend. Geh, schoss es mir durch den Kopf, geh, bevor du es entzündest, inwiefern ich selbst es war, der diese Gedanken dachte, vermag ich nicht zu sagen, aber ich mir ging nicht. Natürlich ging ich nicht. Langsam fuhr meine Hand zum seitlichen Spalt der Konstruktion, mit Hilfe dessen ich den Deckel der Kiste zu öffnen vermochte. Erst als das Scharnier sich widerstrebend öffnete und dabei einen beinahe klangenden Laut von sich gab, erschien mir das Wort erneut, das mir just entglitten war. Diesmal verschwand es nicht. Nein, diesmal verharrte es in all seiner Scheußlichkeit. Die hölzerne Konstruktion inmitten dieser verlassenen Ruine war keine Kiste. Sie war ein Sarg. Das Grauen, was mir aus dem fauligen Inneren des Sarges entgegenstarrte, vermag ich noch heute schwer in Worte zu fassen. Ohne Zweifel hatte es sich bei der Kreatur vor meinen Augen um mich selbst. Da war es, dass ich trotz meiner 28 Winter bereits lichtendem braunen Haare. Da war er. Der wohlgestutzte dichte Bart, der mir bis zur Brust hinabfiel und mit dem ich mein unscheinbares, längliches Gesicht zu kaschieren versuchte. Und da war sie, jene krumme Nase, die meinem Gesicht das geierartige Aussehen verlieh, für das ich mein Spiegelbild meist mied. Aber der Körper im Sarg war tot, verkrampft wie im Moment des Sterbens, eingepfercht wie totes Vieh in den Vorratskammern eines Fleischers, wurde sein Kopf durch die knappen Ausmaße des Sarges zu seiner Schulter gedrückt, als würde er mich fragend und klagend anstarren. Sein Körper war ausgemergelt, seine Arme in einer verrenkten, kantigen Haltung an den Körper gepresst. Viel grauenvoller war jedoch sein Gesicht. Die Haut trug das blasse, grünliche Grau vermoderner Grabsteine und wies an etlichen Stellen klaffende Risse auf, die trotz ihrer Tiefe nicht zu bluten schienen, sondern bares Fleisch von weißen Knochen offenbarten. Der Bart war kraus und wild, und Maden räkelten sich durch das wirre Geflecht, eine eitrige, zähe Flüssigkeit absondernd, die wie das Totenwasser einer just geborgenen Wasserleiche den kalten Steinboden tropfte. Die Wangen des Mannes waren eingefallen, und sein zersprungener Mund, verfaulte Zähne und eine gräuliche Zunge offenbarend, war auf eine schiefe Art und Weise geöffnet, so dass sich der Eindruck eines gequälten Lächelns ergab. Aber all dies war es nicht, was den markerschütternden, panischen Schrei aus meiner Kehle entfesselte. Es waren die Augen, oder besser gesagt, jener Ort, wo einem gesunden Menschen die solche zu finden waren. Denn das waren sie nicht. Kraftlos und blass, wie Leichentücher, hingen die ihres Sinns beraubten Lieder in das gaffende Schwarz, das mir jeder Logik entbehrend entgegenzustarren schien. Flüsternd, siechend und tot, die gleiche eitrige Flüssigkeit, die in dem Bart des Mannes hing, tropfte von seinen Brauen herab und verschwand in dem Nichts der leeren Höhlen. Nein, keine Worte können dem Schrecken beschreiben, der mich mit erdrückender Wucht ergriff, als mir die deformierte Kreatur entgegenstarrte. Panisch versetzte ich mich mit verwelkendem Ebenbild einem gewaltsamen Stoß, bewirkte dadurch aber nur, dass die Leiche sich aus dem Sarg löste und mir entgegenfiel. Ich spürte, wie das widerliche, eitrige Leichenwasser aus dem Bart meine Lippen streifte, während eine Handvoll Maden durch den Sturz voller Kadaver geschüttelt wurden und auf meiner Schulter landeten. Für einen kurzen Moment war ich wie gelähmt. Ich hielt mich selbst in den Armen, wie ein Zwilling, seinen verstorbenen, verwesten Bruder. Nur dass jener Zwilling kein geringer als ich selbst war. Erst als die Maden meinen Hals emporzukriechen versuchten, stieß ich die Leiche mit einem gellenden Schrei von mir, fegte die Maden von meinem Nacken und flüchtete panisch aus der Ruine. Draußen war es mittlerweile Nacht und der volle Mond stand kühl, weiß und unbewegt am Himmel. Der Nebelschleier, der sich in der Ruine gebildet hatte, verging. Und ich müsste die richtige Seite machen. So, verging jedoch augenblicklich, als ich wieder in die Freiheit gelangte und mich schwer atmend und weinend auf dem Boden ließ. Ich bin tot, schoss es mir durch den Kopf. Immer und immer wieder. Tot! Ich stieß einen panischen Schrei aus. Ein kläglicher Versuch, um den Wahnsinn aus meinem Geist zu verbannen. Erfolglos. Der Schrecken blieb haften. Er war allgegenwärtig
und ich spürte, wie sich bittere Tränen der Angst ihren Weg aus meinen Augen bahnten. Was beim rechten Weg hatte das zu bedeuten? Was war das für ein Albtraum, in dem ich steckte? Ein mancher mag sich an jener Stelle fragen, weshalb ich die Vision nicht durch den altbekannten physischen Stimulus, mich selbst zu zwicken, nicht beendete. Allem voran, da ich mir der Realität des Geschehenen vollkommen bewusst war. Die Antwort ist, dass ich es nicht konnte und dies auch wusste. Was ich erlebte und keines jener ordinären nächtlichen Phantasmen, die uns alle für bisweilen in den stillen Stunden heimsuchen. Etwas, dessen Natur ich später zumindest ein wenig zu verstehen beginnen sollte, wollte mir etwas zeigen, und ich konnte der Wahrheit nicht entfliehen. Nein, ich konnte so wenig entfliehen, wie ein Mensch dem Sand der Zeit zu entfliehen vermochte. Als ich meinen Blick wieder vom Boden wandte und orientierungslos und hilflos schluchzend auf dem Torbogen in Richtung des Waldes zu kriechen begann, sah ich sie wieder. Es war die verschleierte Frau. Fast bemitleidend stand sie über mir und sah mich an. Zumindest vermutete ich das, denn trotz meines Blickwinkels konnte ich oberhalb ihrer Wangen nichts als den unnatürlichen Schatten ihrer Kapuze erkennen. »Was bist du?« brachte ich mit schwacher Stimme schließlich hervor. »Was beim rechten Weg bist du? Ein Dämon? Ein Todesengel?« Es klang kümmerlich, wie das Lamento eines verzweifelnden Kindes. »Du fragst mich, wer ich bin?« antwortete sie wieder, ein Echo meiner kläglichen Worte. »Du vermutest, dass ich ein schwarzer Engel deines Gottes sei, gekommen, um dich zu bestrafen? Aber...« Ein Hauch mütterlicher Sanftheit mischte sich in ihre raue Stimme. »Du stellst die falsche Frage, Jael. Denn wer ich bin, ist nicht von Bedeutung.« Einen Moment lang sah ich sie verwirrt an, unfähig, auf ihre kryptische Antwort zu reagieren. Einige Momente verharrte ich, regungslos am Boden, mein Atem hektisch und panisch, und starrte die verschleierte Frau vor mir an. Erst eine gefühlte Ewigkeit später stellte ich die Frage, die gestellt werden musste. »Und was? Was ist die richtige Frage?« Für einen kurzen Moment meinte ich, ein trauriges Lächeln auf ihren Lippen zu erkennen. »Du erfragst von mir das, was du nur selbst herausfinden kannst«, sagte sie und setzte sich in Richtung des Steinbogens in Bewegung. »Und ich will dir einen Rat geben.« Sie hielt inne, nur noch eine unwirkliche Gestalt im Silber der Nacht. »Einen Rat, wie du dem Tod deiner Seele entgehen kannst.« Einen Moment lang herrschte Stille. »Beende dein falsches Leben und folge dem Feuer.« Dann brach die Vision zusammen. Und damit endet auch unsere Geschichte hier. Denn ich finde, es ging sehr lang. Wir haben eine ganze Menge gelesen. Kommt heran und leert die Becher 15 Mal, soll es geschehen. Dann sing du nochmal. Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Vaters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute nicht zu schade. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Ich find's gut. Hast du gut gemacht. Und damit beenden wir diese Folge und sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht etwas weniger zu erzählen und dafür mehr zu erleben haben. Bis dahin. Ciao, ciao.